Pferdewetten 25.07.2019 Echoka-Australia Quantenmechanik Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Donnerstag, der 25. Juli 2019 und ich beabsichtige im australischen Echoka das dortige erste Rennen des Tages, ein Galopprennen über 1200 Meter und einem Preisgeld von 35,0 australischen Dollar zu wetten, welches um 3.55 Uhr, dann ist es dort bereits Nachmittag, gestartet wird. Hier die Daten der Pferde. Pferd Nummer 1 Vorekast 216, ein dreijähriger Wallach mit 58 Kilo und das Wert hat bisher einen Start. Pferd Nummer 2 Vorekast 38, ein dreijähriger Hengst mit 58 Kilo Kurzform 2 bis 2 und das Pferd hat bisher zwei Starts um zwei Plätze. Pferd Nummer 3 Vorekast 165, ein dreijähriger Wallach mit 58 Kilo und das Pferd hat bisher einen Start. Pferd Nummer 4 startet nicht, ein dreijähriger Wallach mit 58 Kilo, der bereits einen Start hat. Pferd Nummer 5 Vorekast 205, ein dreijähriger Wallach mit 58 Kilo. Pferd Nummer 6 Vorekast 263, ein dreijähriger Wallach mit 58 Kilo. Pferd Nummer 7 Vorekast 261, ein dreijähriger Hengst mit 58 Kilo und das Wirt hat bisher einen Start und stammt aus Neuseeland. Pferd Nummer 8 startet nicht, ein dreijähriger Wallach mit 58 Kilo Kurzform 6 bis 3 und das Pferd hat bisher zwei Starts und einen Platz. Pferd Nummer 9 startet ebenfalls nicht, ein dreijähriger Hengst mit 58 Kilo. Das Pferd stammt aus Neuseeland und hat bisher einen Start an einem Platz. Pferd Nummer 10 Vorekast 50, eine dreijährige Stute mit 56 Kilo und das Pferd stammt aus Neuseeland und hat bisher einen Start. Pferd Nummer 11 Vorekast 51, eine dreijährige Stute mit 56 Kilo und das Pferd hat bisher einen Start. Pferd Nummer 12 Vorekast 100, eine dreijährige Stute mit 56 Kilo und das Pferd hat bisher einen Start um einen Platz. Pferd Nummer 13 Vorekast 143, eine dreijährige Stute mit 56 Kilo. Pferd Nummer 14 startet nicht, eine dreijährige Stute mit 56 Kilo. Pferd Nummer 15 Vorekast 167, eine dreijährige Stute mit 56 Kilo und das Wirt hat bisher einen Start. Pferd Nummer 16 Vorekast 243, eine dreijährige Stute mit 56 Kilo und das Wirt hat bisher einen Start. Pferd Nummer 17 Vorekast 652, ein dreijähriger Wallach mit 58 Kilo und das Pferd hat bisher einen Start. Pferd Nummer 18 startet nicht, ein dreijährige Stute mit 56 Kilo Kurzform 9 bis 0. Ich versuche jetzt mit der Quantenmechanik zu berechnen, welche Pferde gewettet werden sollten und die besten Siegchancen haben. Ich wette 3 Pferde, Pferd Nummer 3, Pferd Nummer 10 und Pferd Nummer 11. Das Rennen startet, es gewinnt Pferd Nummer 10 und es wird eine Quote von 50, also dem 5,0-fachen bezahlt.